Was geht ab, YouTube? Willkommen wieder zum weiteren Episode auf meinem Kanal. Ja, heute geht es um das Thema, ob Nebelnik oder Gronkh bei Warruf hier mitmachen werden oder nicht. Zuallererst schaffen wir 100 Likes auf diese Episode, wäre richtig, richtig geil. Und wenn ihr weitere Warruf 4 News von mir sehen wollt, abonniert meinen Kanal. So Leute, da sind wir wieder back am Start und ja, heute geht es um das Thema, ob Gronkh oder Nebelnik bei Warruf mitmachen. Ja, ich habe das Video von Flamus TV gesehen. Dort hat er im Titel gehabt, dass Nebelnik und Gronkh mitmachen. Ich hab das Video mir wirklich nicht angeguckt, deswegen kommen alle Inspirationen jetzt Freestyle-mäßig. Ich habe mir die letzten paar Tage so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, ob die mitmachen werden oder nicht. Aber eine Sache ist, Gronkh ist kein PvP-YouTuber. Er würde einfach im PvP mega heftig verkacken. Gronkh ist ein Typ. Ich mag seinen Minecraft, er hat über 1100 Minecraft Let's Plays oder so, aber er ist kein PvPer und er wird in der PvP-Szene einfach geklatscht werden. Wenn ihr ihn vergleicht mit einem Phasen, mit einem Hangis oder mit einem Schmocki oder mit einem Stegi, er würde mega krass abkacken und deswegen glaube ich nicht, dass Gronkh mitmachen würde, denn er weiß wahrscheinlich selber, er würde einfach mega heftig abkacken in Varro. Und in der ersten Episode rauszufliegen, sehr, sehr später im Finale, wenn er die erste Episode überlebt irgendwie, er würde gar keine Chance haben, ob es sogar ein Sparrow Phoenix ist oder so. Er hätte gar keine Chance in Varro. Deswegen kann ich mir nicht so gut vorstellen, dass Gronkh mitmachen wird, obwohl er die Minecraft-Szene dann ein bisschen sehr alle YouTuber, die in Varro sind, mega pushen würde, da Gronkh 4 Millionen Abonnenten hat. Und wenn er in Varro mitmachen würde, das würde mega pushen, alle YouTuber, die bei Varro mitmachen würden, direkt über 100.000 Abonnenten haben machen. Zum Beispiel Wiencraft, der hat ja auch über 150.000 Abonnenten und wäre in Varro 3 gemacht. Weil die einfach mit Basti gegen die Favoriten waren. Und dazu kommt jetzt das Thema mit Nebelnik. Ich könnte mir sogar richtig gut vorstellen, dass Nebelnik bei Varro mitmacht. Vor allem, er hat jetzt diese große Reichweite mit über 330.000 Abonnenten, glaube ich, jetzt zurzeit. Und er hat jetzt einfach seinen Hype gehabt. Jetzt sein Hype ist er weg, also er macht nicht mehr so viele Abos wie damals. Damals hat er fast 10.000 Tickets gemacht. Also ich wünschte, bei mir wäre es auch mal irgendwann mal. Aber deswegen kann ich mir auch sogar ein bisschen so vorstellen, dass vielleicht Nebelnik bei Varro mitmacht. Denn er ist mit allen YouTubern eigentlich extrem gut befreundet. Ob es ein Revi ist, ob es ein Gomme ist oder so. Er tweetet sehr viel mit denen. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass vielleicht Nebelnik oder sowas dabei sind. Denn das sind halt wirklich YouTuber, die gut im PvP ist. Nebelnik ist ja nicht schlecht im PvP. Deswegen kann ich es mir sogar gut vorstellen. Das würde auch, wie gesagt, die Minecraft-Szene krass pushen, da Nebelnik einfach auf seine Videos über 300.000 Klicks hat, was einfach ein mega krasser Push für die Minecraft-Szene wäre. Zum Beispiel, Leute, ihr müsst mal überlegen, sehr viele kleine YouTuber werden jetzt heute nichts ohne Minecraft-Projekte wie Desperados oder Varro, Tekaishi und Selbstgespräch. Ich kannte die nicht, ich sehe so, wow, okay, Minecraft klatscht die Varro erste Episode, dann hat man schon direkt gemerkt, dass die direkt 20.000 Abonnenten gemacht haben oder so. Und Varro ist, wie gesagt, ein Projekt, wo viele Minecraft-YouTuber richtig heftig gepusht werden. Wenig schafft über 150.000 Abonnenten, ja. Aber es kann auch eins der Hate-Wellen raus sein, Crafting per Zeichnung. Er hat den Hate seines Lebens kassiert. Patrick hat seine Meinung geäußert. Viele andere YouTuber haben seine Meinung dazu geäußert. Deswegen Varro ist positiv als auch negativ. Aber es ist immer noch ein Projekt, worauf wir uns alle freuen. Ich hoffe, Stegi wird diesmal aber nicht im Never sterben. Also Leute, ich hoffe, wir fangen mit der kurzen Episode von Minecraft Varro News, wo ich mir meine Meinung über Gronkh und Nebelnik gesagt habe, ob die mitmachen werden oder nicht. Also Leute, ich hoffe, es gefällt beim Bewerten. Kommt, die nicht vergessen, abonniert meinen Kanal für weitere Varro 4 News. Also, ciao.